mich schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie du siehst, geht es heute in diesem Video um diese Gleichung, die wir hier gemeinsam lösen werden. Wir haben hier den Aufbau, eine E-Funktion multipliziert mit einer Klammer, in der noch eine E-Funktion vorkommt. Wenn du jetzt schon eine Idee hast, wie man diese Gleichung löst, dann mach einfach mal kurz Stopp, löse diese Gleichung eigenständig, vergleiche anschließend deine Lösung mit der Musterlösung hier im Video, dann weißt du, ob du alles richtig gemacht hast. Und wenn du gar keine Ahnung hast, dann schau dir einfach am besten meine Erklärung an. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Das Erste, was du immer bei Gleichungen sozusagen tun solltest, ist, analysiere den Aufbau, damit du dich dann schlussendlich natürlich für die richtige Lösungsstrategie entscheidest. Wichtig ist, das, was dir jetzt hier auffallen sollte, ist, wir haben eine Funktion multipliziert mit einer anderen Funktion gleich 0. Das ist immer ein Jackpot, weil da ist das Vorgehen immer relativ einfach bzw. sehr offensichtlich. Wir haben nämlich eine Produktgleichung. Wir haben ja zwei Dinge, die miteinander mal genommen werden, also ein Produkt. Und da hilft uns immer der Satz vom Nullprodukt weiter. So, dann machen wir das Ganze. Ne? Wir wissen, okay, Satz vom Nullprodukt. Der sagt uns ja, eine Malrechnung, also eine Malrechnung wird dann gleich 0, wenn eines der Faktoren, erster Faktor oder der andere Faktor, selber die 0 ist. Also sagt er uns nichts anderes als, als dass wir uns die Faktoren, also die Dinge, die miteinander mal genommen werden, einzeln schnappen dürfen und gleich 0 setzen. Ne? Wie du siehst, erster Faktor gleich 0. Zweiter Faktor gleich 0. Hammer. Jetzt müssen wir natürlich beide Gleichungen einzeln für sich wieder neu analysieren und wieder neu berechnen. Okay, 3 mal e hoch minus x. Vielleicht weißt du schon, eigentlich rein theoretisch kannst du hier schon aufhören, weil e hoch irgendwas ist immer positiv. Immer. Auch wenn das ein minus x ist. E hoch irgendwas ist immer positiv. Positiv 3 mal etwas Positives ist immer positiv. Also auf jeden Fall ungleich 0. Falls nicht, falls du diese Regel nicht kennst, kannst du dennoch ein bisschen weiter rechnen. Denn du weißt ja vielleicht, aufgrund dieser wichtigen Umformungsregel, die wir in den vergangenen Videos schon so häufig hatten, e hoch minus x ist dasselbe wie 1 durch e hoch x. Woran erkennt man das? Wir sehen einen negativen Exponenten. Ne? Und wir gehen jetzt die Regel von hier nach hier. A hoch minus b, also irgendwas hoch minus irgendwas. Das Minuszeichen, also das hier, wird immer ersetzt durch 1 durch. Und dann siehst du unterm Bruchstrich dasselbe stehen, nur mit einem positiven Exponenten. Ja? Wir sehen das Minuszeichen, wir notieren also 1 durch. Und als Nenner dasselbe, nur mit einem positiven Exponenten, also mit e hoch x. So. Ja, jetzt kann man das Ganze, wenn man möchte, zusammenfassen. Du kannst dir sicherlich unter drei ganzen Eintel vorstellen. Dann kannst du Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnen. Dann bist du bei 3 durch e hoch x. Ne? Ein Bruchstrich ist ja nichts anderes als eine geteilte Rechnung. Jetzt wollen wir weiter diese Gleichung lösen. Was mich stört, ist jetzt so ein Bruchstrich. Ich sagte gerade schon, ein Bruchstrich ist eine Geteiltrechnung. Und eine Geteiltrechnung kriegt man weg, indem man mal rechnet. Da steht ja jetzt nichts anderes als 3 geteilt durch e hoch x. Also multipliziere ich mit e hoch x. Ne? Auf der linken Seite bleibt dann die 3 übrig. Für rechts rechne ich 0 mal e hoch x. 0 mal irgendwas ist 0. Und dann siehst du, bleibt hier eine unwahre Aussage übrig. Wir finden hier also keine Lösung dieser Gleichung. Wie gesagt, du hättest es nicht ausrechnen können müssen. Du hättest auch hier oben direkt argumentieren können, dass es auf jeden Fall positiv ist, also niemals gleich 0. Schauen wir uns die andere Gleichung an. Hier sehen wir jetzt plötzlich eine transformierte E-Funktion. Warum? Wir haben nicht mehr den Aufbau, eine E-Funktion multipliziert mit einer anderen E-Funktion. Wir sehen nur eine E-Funktion, nicht noch eine zweite. Immer dann, wenn du siehst, du hast eine E-Funktion und kein Produkt zwischen zwei Funktionen, sondern irgendwie nur durch Zahlen verändert, dann bist du bei einer sogenannten transformierten E-Funktion. Und da ist die Lösungsstrategie immer, löse nach e hoch irgendwas auf, und versuche dann, wenn möglich, den ln drauf anzuwenden. Das heißt, mein erstes Ziel wird es jetzt sein, e hoch minus x alleine auf dieser Seite stehen zu haben. Ich hole also erst einmal durch Gegenrechnung diese positiv 1 rüber, indem ich minus 1 rechne. Beide Seiten. Jetzt will ich weiter nach e hoch minus x auflösen, also muss minus 5 mal weg. Also teile ich durch minus 5. Minus 1 durch minus 5 ist ein Fünftel. So. Jetzt habe ich ja wieder hier dieses e hoch minus x stehen. Entweder kann ich direkt den ln drauf anwenden oder aber ich wandle wieder um. Die Umwandlung von e hoch minus x zu 1 durch e hoch x hatten wir ja gerade. Dann bin ich hierbei. Und jetzt stört es mich wieder, dass die e-Funktion im Nenner ist. Da steht ja 1 geteilt durch e hoch x. Also geteilt durch Gegenrechnung ist wieder Malrechnung. Das heißt, ich kann auch mit e hoch x mal nehmen. Dann bleibt auf der linken Seite die 1 natürlich übrig, weil sich durch e hoch x und mal e hoch x weghebt. Und für rechts rechne ich dann ein Fünftel mal e hoch x, ist ein Fünftel e hoch x. Ich löse weiter nach der e-Funktion auf, also ne, ein Fünftel muss weg. Ich kann jetzt also durch ein Fünftel teilen,
durch ein Fünftel, man teilt durch einen Bruch, indem man mit dem Kernwert multipliziert, ist ja dasselbe wie mal 5 Eintel. Mal 5 Eintel ist dasselbe wie mal 5. So. Also 1 mal 5 für links, 1 Fünftel mal 5 hebt sich für die rechte Seite übrig, e hoch x bleibt übrig. Jetzt habe ich es also tatsächlich durch einige Rechnungen geschafft, dass die e-Funktion isoliert auf einer Seite steht. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Gleichung jetzt zu lösen. Das hier ist nur eine. Jetzt will ich ja irgendwie an das x ran, das heißt, die e-Funktion muss weg. Also wende ich jetzt hier auf dieser Gleichung den ln an. Das ist ja immer so eine kleine kritische Situation, weil der ln immer nur für positive Zahlen definiert ist. Wir schauen uns aber die 5 an. Die 5 ist positiv, also funktioniert das Ganze. Ne? Also ln einmal auf 5 angewendet, sind wir bei ln von 5. Und ln hier auf diese rechte Seite drauf angewendet, sind wir hierbei. Warum machen wir das? Naja, weil ln und e Umkehrfunktionen sind. Das heißt, sie heben sich auf. Hier siehst du die Regel daneben. Ne? Ln von e hoch irgendwas, da bleibt dieses irgendwas, das heißt der Exponent von der e-Funktion übrig. Hier in dem Fall also das x. Ja, und das ist genau das, was wir haben wollten. Ne? Ln von 5 ist gleich x oder einmal rechte und linke Seite vertauscht, weil das so ein bisschen schöner ist und weil wir das, glaube ich, mehr gewöhnt sind. X ist gleich ln von 5. Und das ist dann auch schon die einzige Lösung von dieser Gleichung. Was mich natürlich mega interessieren würde, ist, kamst du auf die Gleichung? Wenn ja, welchen Rechenweg bist du gegangen? Bist du denselben Rechenweg gegangen oder hast du ein bisschen was anderes gemacht? Und jetzt für diejenigen, die jetzt sich gerade richtig gut auf Klausuren oder sonstiges vorbereiten möchten und müssen, dieses Video oder diese Aufgabe stammt tatsächlich aus einem relativ langen Video. Ich habe dieses Video jetzt nochmal separat aufgenommen, weil ich das wichtig finde. Aber falls du auch die ganzen anderen Beispiele sehen möchtest, ne? Das heißt, du siehst jetzt hier, wir sind schon beim doch etwas höheren Schwierigkeitsgrad, Experte. Hier siehst du verschiedene Gleichungen. Das Video existiert schon, ist auch schon öffentlich. Verschiedene Gleichungen, die ich in diesem Video, in dem kompletten, gesamten Video gelöst habe. Ne? Das hier war jetzt der Ausschnitt, den wir uns jetzt hier heute angeguckt haben. Wenn du möchtest, schau dir doch das komplette Video an. Ne? Tipp einfach vielleicht in die YouTube-Suchfunktion Gleichungen lösen, einfach Mathe-Experte ein. Dann wirst du es finden oder schau dich einfach auf meinem Kanal um. Da wirst du dieses komplette Video finden. Das Thumbnail sieht so aus, dann erkennst du es direkt. Ne? Da siehst du jeder, also allerhand von Gleichungen, die schon ein bisschen schwerer sind, die man allerdings auch ja, beherrschen sollte, wenn man zum Beispiel die Abiturprüfung gerade anstrebt oder sonstiges. Ja, und wenn du weitere Abi-Videos sehen möchtest, schau bitte gerne auf diesen Link hier. Den packe ich dir auch in der Videobeschreibung. Da findest du alle Abi-Videos, die in diesem Jahr für dieses Jahr von mir veröffentlicht wurden. Ne? Da findest du meine Homepage. Geh dort einfach drauf. Da findest du schon alles zum Definitionsbereich, Nullstellen, Bereich, Gleichungen lösen. Das hier nicht nur das, sondern 6 weitere Videos natürlich auch von einfach bis schwer. Da findest du dann alles schon zum Thema, weiß ich nicht genau, wann das Video kommt, Ableitung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da das Video schon erschienen ist und so weiter und so fort. Und die Seite wird natürlich kontinuierlich vervollständigt, sodass wir da dann schlussendlich eine komplette Videosammlung haben mit schon etwas schweren Videos, beziehungsweise mit Videos, die auf jeden Fall auf ein Thema aufbauen, von leicht bis schwer. So, das soll es von mir auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Schreib mir gerne einen Kommentar. Gerne auch mit deinen Videowünschen. Gib einen Daumen, sag dem YouTube-Algorithmus quasi, dass dieser kleine Kanal auch unterstützenswert ist. Das würde mich natürlich mega freuen. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.